Hey Freunde, was geht, euer Wizard am Start? Und heute gibt es den dritten Teil, das dritte Kapitel von diesem Buch. Okay, stürzen wir uns ins Abenteuer. Kapitel 3, Captain Peng. Für alle, die ihn nicht kennen, es ist ein Musical, spiritueller Hip-Hop, könnte man sagen, mit sehr tiefen Texten, die echt schön sind und tiefsinnig teilweise. Und die anderen in einer Schizophrenie Ärger triggern können. Los geht's. Der junge Captain Pimmelkopf. Noch nichts sagen. Ich habe ihn so genannt, weil das war irgendwie in meinem Kopf und wir haben halt gesagt, geredet miteinander und so. Ich habe sogar ein paar Videos gedreht, wie ich gerade da dabei war auf jeden Fall. Habe ich gedacht, wir wären Freunde und reden miteinander, also mit seinem Astralkörper, für die, die das kennen, das ist quasi die Seele, könnte man sagen, obwohl, ja, eine Reise mit dem Geist machen, die Astralwelt, die feinstoffliche Welt. Auf jeden Fall, der junge Captain Pimmelkopf, wie ich ihn gerne nenne, und ich trafen sich auf einen Café. Ich schwöre euch, es war wirklich ein Café. Irgendwie musste ich Ihnen das vorsichtig erklären. Okay. Wir schwatzten viel herum, bis ich ihn plötzlich anschaute und mir absichtlich etwas Sabber aus dem Mund rennen ließ. Das ist so Rick and Morty Style, also Rick Style, das sabbert ja auch oft. Er lachte und ich sagte, komm, wir seilen uns gut. Kurz ab, ich musste etwas Wichtiges zeigen. Vielleicht kommen wir schon ein paar drauf. Er schaute mich an und fragte, ist das passiert? Okay, ja, ich bin selber so verwirrt. Ist das passiert? Ich fragte so, was soll passiert sein und lachte. Komm einfach mit. Wirst deine Welt nimmer normal erleben, das verspreche ich dir. Komm einfach mit, wirst deine Welt nimmer normal erleben, das verspreche ich dir. Das Lustige ist ja, ich hätte wirklich gedacht, dass ich Rick und Captain Payne, die ich da alle kenne, und Tatsache ist, dass ich meinem Bruder sogar 1 Milliarde Euro geboten hätte, wenn er einen Portalgun dafür kriegt. Das ist ganz verwirrt, das ist wirklich... Traurig, was alles in den Kopf für Fantasien geboren werden können. Ich meine, ist auch oft gut, aber... Ja, bei einer Schizophrenie ist Fantasie der Gegner. Naja, nein, ich weiß nicht, wie es sein soll. Machen wir weiter. Wir gingen zu ihm nach Hause und wir machten alle Rollo wegen mir runter. Gut, Pengy, sagte ich und holte aus meinem Rucksack meine Portalgun raus. Peng, scheiße, gib her, ich will sie mal halten. Ich sagte nur, bist du wahnsinnig, wir besorgen dir einfach selber eine, oder? Ja, meine Oberfantasie, die ich in meinen Stimmen gehört habe, ich erzähle einen Teil, es kommt immer mehr dazu dann, aber das war auf jeden Fall, dass sie jedes Lebewesen quasi einen Rick zugeteilt bekommt und eine Portalgun. Also, das ist traurig, ich meine, so hört es eh cool an, aber trotzdem für mich ist das einfach, weil ich den Scheiß wirklich geglaubt habe, das ist das, was mich... Ich werde immer ein bisschen emotional, wenn ich das lese, aber vielleicht versteht man auch warum, also, ja. Yeah. Kacke, ne? Sorry. Ich sagte nur, bist du... Okay, das haben wir schon. Er grinste und sagte, mach einfach. Ich schoss das Portal und wir waren lange... Zeit weg. Mehr müsst ihr von meiner Vergangenheit eigentlich noch nicht wissen, weil ich nicht alles erzählen soll, was wir für Adventures erlebt haben. Darum komme ich jetzt mal auf meine verrückten Abenteuer zurück. Viel Spaß mit den nächsten Kapiteln, wo ich das Multiversum kurz erkläre. Also die Theorie von mir, die ich in meinem Kopf erzeugt habe, okay, vielleicht ist es nicht nur von mir, aber es ist immer in meinem Kopf. Also eigentlich schon von mir. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich kann mich nur dunkel an das nächste Kapitel erinnern. Aber anscheinend wird es toll. Auf jeden Fall, ja, Captain Peng und ich waren befreundet. Die Astralwelt, der war immer mit seinem Astralkörper bei mir. Aber das ist natürlich Bullshit. Ich glaube zwar,
ich kann es mir gut vorstellen, dass es eine feinstoffliche Welt gibt auch, und den Astralkörper, die Seele, aber so wie ich das dachte, nicht. Okay. Ja, ich weiß nicht, wie ich dazu sagen soll. Heute, das, diese Buchreihe macht mich fertig irgendwie. Aber ja, keine Ahnung. Ist ja jetzt scheißegal. Nächstes Kapitel kommt am nächsten Montag. Und ich bin fürs Erste raus. Genießt die schöne Zeit. Morgen ist ja der letzte Sonnentag in meinem Dorf zumindest. Dann kommt wieder Regen. Aber ist es egal. Genießt eure Woche. Und alles Gute. Aber so, was ich sagen kann. Alles Gute für euch. Peace out, Freunde.